Ja, hallo, liebe Leute, ein neues Tutorial. Ich habe hier die allerneueste Version von FreeCAD installiert und das ist die Version, wir gucken mal hier rein, die 019 natürlich, aber in der Revisionsnummer 24267. Und die läuft hier unter Linux, gibt es natürlich genauso unter Windows oder für einen Macintosh. Und da gibt es eine neue Funktion drin, die nennt sich Helix. Und das ist jetzt eine Funktion, die man endlich benutzen kann, um Gewinde in FreeCAD zu konstruieren, die man dann selber parametrisch ändern kann und so eben 3D-druckbare Gewindeteile machen kann, die man dann gut zum Beispiel zusammenschrauben kann. So, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst gerne ein Abo da, klickt doch gegebenenfalls auf die Glocke und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit herzlich willkommen bei Tutorials, beim neuen Tutorial zur Helix-Funktion in der Beta-Version 0.19, die wohl bald die Grundversion, die Hauptversion werden wird. So, wir fangen erstmal an. Neue Zeichnung habe ich schon erstellt, neues Dokument im Part Design und ich erzeuge einen neuen Körper. Und in diesem neuen Körper eine neue Zeichnung. Die mache ich jetzt auf die XY-Fläche. Drücken wir hier einmal OK, nicht auf die XY, wie ich das sonst so oft mache. Und da wird nun ein das generiert, was auf der Helix rumgeschleudert werden soll. Und das machen wir als ein Rechteck. Das setzen wir hier so hin. Und da zeichnen wir hier außen noch ein Dreieck dran, das lassen wir hier so schön auf der Linie beenden und da wieder an den Punkt. So, jetzt gibt es erstmal die Einschränkungen, also das ist erstmal symmetrisch zu dieser Achse. So, dann haben wir Maße. Das Maß, das mache ich einfach mal 1 mm. So, dann haben wir das Maß hier. Das auch waagerecht, machen wir auch 1 mm und dann haben wir noch den Abstand hier und den Abstand machen wir einfach 4 mm. So, jetzt ist noch die Höhe des Teiles, das können wir hier bemaßen und das sollen werden 1,9 mm. So, das ist jetzt das Klötzchen, was auf der Helix rumbewegt werden soll. Diese Strecke hier lösche ich entweder oder ich setze die um zu einer Hilfskonstruktion. Dann wird sie so blau und also nicht für die Konturgenerierung benutzt. So, wir können das einfach schließen. Und jetzt kann man sich das hier anschauen. So sieht das aus. Wir können der Einfachheit halber hier mal die Achsen anmachen. Dann sieht man das, wie das hier so drin liegt. Und jetzt braucht man nur noch diesen Sketch zu selektieren und das Helix-Symbol hier zu klicken. Und schon ist die Helix fertig. Und die hat natürlich jetzt nicht die richtigen Parameter. Also ich wollte da eine Steigung Pitch von 2 mm nutzen. Und dass die Höhe, das sollte ruhig 16 mm sein. Das heißt, das sind jetzt 8 solche Umdrehungen. So, das sieht dann hier so aus. Wir können den Origin erstmal wieder deaktivieren, oder? Ne, wir lassen den mal schön noch an. Und warum zeigt er jetzt? Aber wir müssen die erstmal beenden, die Funktion. Und da haben wir wieder alle Origins sichtbar. Und jetzt möchte ich erstmal hier unten das so ein bisschen abschleifen. Da machen wir, selektieren wir das hier und erzeugen eine Datum Plane. Und auf die Datum Plane zeichne ich nun ein. Ich hätte auch direkt auf die XY zeichnen können, aber machen wir es so, stört nicht. Und dann brauchen wir nur noch hier einzugeben. Das steht da natürlich schon die 0 und OK. Dann zeichnen wir auf die Datum Plane eine neue Zeichnung. Wir können das hier
So einstellen und dann zeichnen wir da einen Kreis, der wird größer als das Teil hier. Schließen das und dann machen wir da eine Pocket raus und die geht symmetrisch und wird 1 mm. Funktioniert das? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so funktioniert. Müsste eigentlich. Also 1 mm geht garantiert nicht. Dann machen wir das mal 1,5 mm. 2,5. Wir machen es mal nicht symmetrisch zu einer Ebene. Dann können wir hier anstellen, umgekehrt oder nicht. Kann man feststellen, ob es funktioniert. Funktioniert nämlich nicht. Das ist eben, wir müssen das symmetrisch machen. Und dann können wir hier ruhig 2 mm eintragen. So, jetzt haben wir das Gewinde da so schön abgeschnitten. Und das machen wir hier oben jetzt auch noch. Das heißt, wir erzeugen eine neue Datum Plane. Und die machen wir bitte eine ebene Fläche. Ist korrekt. Und die wird in Z um 15 mm verschoben. Da möchte ich jetzt auch eine Pocket reinmachen und da vorher aber auch wieder eine Zeichnung. Da zeichnen wir wieder diesen Kreis rein, der größer ist. Schließen das Ganze, machen eine Pocket. Symmetrisch. Und okay. Ja, das mag er nicht. So, die Datum Planes können wir jetzt schön ausblenden. Da haben wir ein Gewinde, das ist ja unten oben so schön angeschnitten. Und da gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten, das vernünftig zu schneiden. Und jetzt ist das Helix und dadurch, dass ich das eben nicht 2 mm gemacht habe, haben wir hier überall diesen Spalt dazwischen. Das heißt, wir zeichnen auf eine der Datum Planes. Dann nehmen wir ruhig die hier. Dann machen wir eine neue Zeichnung. Und da zeichnen wir nun nochmal einen Kreis auf den Mittelpunkt. Und der kriegt einen gewissen Durchmesser bzw. Radius. Und zwar 4,1 mm. Und schließen das ganze Sketch auswählen, eine Pocket. Da unten beginnt er nun. Und jetzt können wir hier noch die Länge natürlich höher machen. So, 14 und okay. Und fertig ist eine Schraube. Und die kann man nun sehr einfach anpassen, indem man in die Zeichnung dieser Helix reingeht und hier kann man nun diesen Wert insbesondere und diesen Wert verändern. Das heißt, hier können wir jetzt sagen, okay, das machen wir 1,5 mm und das Maß, das wird nur 0,7 mm. Wir schließen das und schauen uns die Helix an und das Gewinde an, das ist nun entsprechend schmaler geworden und insbesondere sind diese Teile hier auch anders geworden. Da müssen wir noch mal reinschauen. Was war denn mit der Höhe?
Höhe 1,5. Okay. So, das Maß dieses Röhrchens, was wir da reinsetzen, das ist natürlich Unfug. Das heißt, hier das Patch, da gehen wir nochmal rein. Und das Maß hier, das wird nicht 4,1, sondern das wird 5,1 mm. So, dann sieht das schon, Ganze schon besser aus. Das heißt, das Gewinde hat jetzt hier richtig viel Platz zwischen. Wenn ich also das irgendwo einschraube, dass das andere auch da vernünftig dran hält. Und das Ganze kann man natürlich auch als Bohrung machen. Wobei man kann diese Bohrung, diese Helix auch als abziehendes Objekt benutzen. Habe ich bisher noch nicht gemacht und ich versuche es jetzt einfach mal euch zuliebe. Okay, also wir machen einen neuen Körper. Und der neue Körper, das wird erstmal ein Würfel. So, der Würfel, der kommt wieder mal auf die XY-Ebene und kriegt ein Maß. Der wird erstmal schön symmetrisch. Und einmal die Symmetrie. Wo bist du da? Symmetrie. Da habe ich irgendwas falsch angetippt. Du bitte, du bitte und du bitte, ihr bitte symmetrisch. Und ihr werdet gleich. Und Maß wird 30 mm. So, da möchte ich jetzt hier oben, erstmal wird das ein Würfel. Und zwar machen Pad daraus. Und hier oben drauf, da möchte ich jetzt die Bohrung einsetzen. Das ist wiederum eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm, wie im anderen Falle auch. Das heißt, ich erzeuge erst einmal die Bohrung selbst. Wie gesagt, das habe ich noch nicht gemacht. Nimm es mir nicht übel, wenn es ein bisschen hakelig wird. So, dann gehen wir hier, machen eine Zeichnung, zeichnen hier den Kreis hier rein und das wird der Radius von 5,1 mm. So, den schließen wir, lassen den eine Tasche werden durch alles. Und da soll nun diese Helix konstruiert werden. Wie macht man das? Wir beenden die Funktion, erzeugen eine neue Zeichnung auf der XZ. Ebene. Malten das hier ab und dann kommt genau dieselbe Zeichnung da rein, wie wir vorhin gehabt haben. Das heißt, ich zeichne ein Rechteck. Das wird auch symmetrisch. Ich zeichne da vorne diese Spitze dran. Mache das hier zu einer Konstruktionslinie und dann legen wir los. Also das Maß wird die Bemaßungsfunktion. Das machen wir 1,8 mm. So, das Maß wird 1 mm. Das Maß wird 1,2 mm und dann wir jetzt wirklich mal das Maß hier. Das werden halt die 5 mm. So, dann würde das hier so reingefräst. Damit das hier vernünftig funktioniert, machen wir hier mal eine 1,4 mm raus, damit die Schraube auch da wirklich rein drehen kann. Und das Maß, das können wir sogar größer machen, vermute ich mal. 2,1 mm. So, dann
gehe ich nun her, schließe das Ganze ab und erzeuge hieraus eine abziehende Helix. So, dann haben wir einen Pitch von 2 mm und die Höhe 20. Kann ja ruhig oben rausschauen. Einmal OK drücken und schon haben wir das Gewinde da reingeschnitten. Jetzt kann man den hier wieder aktivieren und kann sich das anschauen, wie das da so reinkommt. Ob das nun ganz zentrisch ist, so richtig schön aussehen tut das nicht. Aber ich vermute mal, wenn man die druckt, wird es funktionieren. Das heißt, man wird das da so reindrehen können. Also ich denke mal, eine lohnenswerte Erweiterung für FreeCAD in der Version 19. Was ich vorher gemacht habe, bevor ich hier das genutzt habe, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, in den Einstellungen habe ich im Part Design Modus bei der Formansicht hier diese Parameter stark vergrößert, also die Genauigkeit verringert, mit der halt die Tessellierung durchgeführt wird, weil das hat sonst ewig lange gebraucht bei den Berechnungsvorgängen. Das heißt, wenn ihr so arbeitet und ihr wollt jetzt was exportieren, zum Beispiel diesen Body, dann exportiert ihr den nicht, sondern ihr wechselt in den Mesh-Modus, Mesh Design, und nutzt hier die Funktion Form Tessellieren. Und dann könnt ihr hier die Flächenabweichungen eingeben, die ihr nutzen soll. Einmal OK drücken und dann ist halt dieser Körper zu einem Mesh-Objekt geworden, was man nun exportieren kann und was dann wirklich eine genügende Auflösung hat. Und das Ganze kann man natürlich auch mit diesem Körper machen. Auch hier Form tessellieren. Die 0,1 mm und 1 Grad, die sind normalerweise ausreichend. Auch OK drücken. Wichtig da immer dann den Originalkörper deaktivieren und dann haben wir hier die Mesh-Objekte. Die sind ein bisschen nervig mit der Maus, weil die immer so gelb aufleuchten. Also komplett vor allen Dingen, es lassen sich nicht mehr die einzelnen Flächen selektieren. Und das können wir dann einfach exportieren als STL und dann wird das ausgeführt. Was auch neu in dieser Version 19 ist, fällt mir gerade auf, dass er direkt hier einen Namen vorgibt und auch die Endung STL anfügt. Das hat er bis zur letzten geladenen Version, die ich hatte, nicht gemacht, auch wenn es schon die 19 Version war. Also es tut sich noch was in der FreeCAD Entwicklung. Gut, dann, wenn euch solche Videos halt gefallen, so lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß beim FreeCAD.